Gleich da. So. Also jetzt machen wir was. Eins ums andere. Tun wir mal ein bisschen abkühlen. Jetzt kommt da 35%iges Wasserstoffperoxid raus. Ja, genau. Das ist schon gut geworden. Das reicht. Schauen, dass der ist. So. Das ist das Wasserstoffperoxid. Und jetzt, das ist der Katalysator. Und was passiert jetzt hier genau vor unseren Augen? Da tut sich jetzt Wasserstoffperoxid spalten in Sauerstoff und Wasserdampf. Und gibt Wärme ab. Ohne Hitze gibt es auch keinen Dampf. Und da der Dampf heiß ist, das merken Sie, können wir die Hände her. Ja, das ist also ist wirklich heiß. Heiß, jawohl. Es ist Feuer heiß, das ist also 100 Grad mit jeder Garantie. Und der tut jetzt einfach reagieren. Also. Und je wärmer das wird, oder, je grösser ist die Reaktion. Kommt noch dazu. Also es schaukelt sich quasi auf. Also ja, wenn der Katalysator wärmer wird, ja, dann reagiert es schneller. Dann reagiert es schneller und viel heftiger. Und die Idee ist letztlich, nach diesem Prinzip eine Heizung zu bauen. Ja. Ja, das ist die Grundidee. Und das ist in dem Sinn. Was wir jetzt hier sehen in dieser Glasschale, ist eigentlich das Gleiche vom Funktionsprinzip her, wenn man so will, wie das, was hier drin ist. In der Heizung innen passiert, mit einem grösseren Katalysator. Das ist nachher verbunden mit dem Heizkörper. Ja, das ist, wenn die Sonne ist, wenn die Sonne ist. Aha, ja. Und wir können der Löbeck mal sagen, sie soll 70 bringen. Und dann gehen wir es runter auf 50 mit... Mit 50, erst noch ein Kanister mit 50, genau. Ja. Das ist jetzt etwa, ich schätze jetzt, was weiß ich, eine halbe Dezi oder eine Dezi gewesen vielleicht. Ja, würde ich sagen. Das ist immer noch und so das läuft, dass sie es nicht können anlangen. Ja. Und das läuft so lange, bis Wasserstoffperoxid praktisch inreaktibel ist, das heisst, bis es sich komplett hat dissoziiert, also gespalten hat. Und wenn nicht mehr genügend H2O2 da ist, oder, dann hört der Prozess auf. Darum tut man ja auch bei der Heizung von Zeit zu Zeit wieder H2O2 zuführen und dann fängt der Prozess wieder an zu laufen. Man füllt also nicht die Heizung auf und tut einfach die Heizung füllen mit Wasserstoffperoxid. Das wäre unsinnig. Sondern man füllt es immer wieder auf, lässt es reagieren, wartet, bis die Reaktion durch ist, die Wärme da ist, und dann tut man wieder reinführen. Also nicht eine kontinuierliche Wärmeproduktion, sondern eine Wärmeproduktion intermittierend, mehr oder weniger, was auch Sinn macht. Und die Intermittierung müssen wir optimieren. Und eventuell auch den Wärmeverlust, den wir haben, noch optimieren. Auf eine Art ist das Wasserstoffperoxid nachleeren, ist so wie ein Holzschüttchen nachlegen. Richtig, das ist ganz genau richtig. Ja. Das ist richtig ausgedrückt.